Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für den März 2024. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten. Und dann gucken wir mal, was sie dir sagen möchten für den neuen Monat. Diese Kartenlegung ist für dich, wenn du den Steinbock hast im Sonnenzeichen, Aszendent und oder in deinem Mondzeichen. Oder vielleicht schaust du ja auch für jemanden rein, der ja, Steinbock hat, eine Person, die dir am Herzen liegt. Dann ja, gucken wir mal, was wir hier so haben für unseren lieben Steinbock. Und hier geht es um klare Entscheidungen, um klare Veränderungen. Jetzt wird nicht mehr lange gefackelt. Jetzt ziehen wir das einfach mal durch. Um Veränderungen, denen du dich vielleicht schon länger rumgeschlagen hast, so in deinem Hirn, wo du schon länger drüber nachgedacht hast und wo du auch merkst, diese Gedankengänge hören nicht auf. Da ist etwas, was dir immer wieder in den Kopf kommt, was dir immer wieder in den Sinn kommt. Und dann könnte man auch sagen, okay, wenn das so ist, also offensichtlich scheint es dich ja nicht loszulassen, dann wäre es jetzt vielleicht mal an der Zeit, das doch mal durchzuziehen und zu machen und in Angriff zu nehmen. Ja, einfach eine Veränderung einläuten. Wir gucken mal rein, was das Tarot uns dazu hoch, Gott, das Tarot uns hierzu noch sagen möchte. Wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze, dann findest du die in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. Was haben wir denn hier noch Schönes für unseren lieben Steinbock im neuen Monat? Ich denke natürlich dran, es ist eine allgemeine Kartenlegung. Also nimm sie an, wie sie mit dir in Resonanz geht. Das kann das komplette Reading sein, das können Teile davon sein. Das ist vielleicht manchmal der eine magische Satz. Sollte es dich gar nicht abholen, dann schau gerne ins Video von deinem Aszendent oder Mondzeichen rein. Manchmal sind die Antworten da ja, stimmiger. So, ich habe die Liebenden und ich habe den Narr. Also offensichtlich, die Liebenden war ja früher auch die Karte der Entscheidung. Da haben wir es nochmal. Hier geht es um eine Entscheidung für einen Neustart. Ein Neustart, der dir entspricht. Ob das jetzt ein Liebesding ist oder generell in deinem Leben, das wirst du selber wissen, was hier einfach gerade ansteht bei dir. Aber letztendlich geht es darum, dich für etwas zu entscheiden. Also, weißt du, wie hier so einen alten Zopf abschneiden, so ein alter Zopf, den man einfach schon gar nicht mehr ertragen, gar nicht mehr sehen kann, wo man sagt, ach, täglich grüßt das Murmeltier, verdammte Axt. Ja, und vielleicht ist es auch, dass du einfach Lust hast auf eine optische Veränderung, auf eine neue Frisur, auf ein neues Kleid, vielleicht auch Frühjahrsputz, neuer Anstrich an deinen Wänden. Also, es kann sowas sein, aber ich glaube eher, dass es natürlich um irgendwas in dir geht oder in deinem Leben geht, was irgendwie einen neuen Anstrich braucht, ob das eben beruflich ist, ob das partnerschaftlich ist. Es geht definitiv darum, sich zu verlieben. Jetzt ist die Frage in eine Person, in dich selbst oder in dein Leben generell. Und wie gesagt, du bist da schon einer Sache auf der Fährte, aber ziehst es noch nicht so richtig durch. Und hier wäre deine Aufforderung zu sagen, okay, hör auf, nur daran zu denken, es von allen Ecken und Enden zu beleuchten in deinem Hirn, sondern erlaube dir, hier Nägel mit Köpfen zu machen. Und ich glaube, diesen Satz sage ich bei dir relativ häufig in letzter Zeit, lieber Steinbock, um hier mal die Dinge voranzutreiben und in die Realität zu bringen. Jetzt klären wir mal die zwei der Kelche. Kann auch sein, dass der ein oder andere eine Liebeserklärung bekommt oder eine Liebeserklärung machen sollte. Ja, vielleicht gibt es da auch eine Person in deinem Leben, ja, an die du immer regelmäßig denkst. Also ja, das könnte ja auch sein. Oder also Versöhnung glaube ich nicht. Das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas vorgefallen. Aber vielleicht auch eine Intensivierung von einer Partnerschaft, ja, aus Freundschaft. Ich habe hier die Dreierkelche aus Freundschaft wird Liebe. Sowas könnte hier auch mit der Fall sein. Oder auch sich mit Freunden zusammenzutun, beruflich was zusammenzustarten, könnte ja auch der Fall sein. Stellen wir mal noch mehr zur Hauptbotschaft, bitte, für den Steinbock. Was soll der Steinbock noch wissen? Ja, also es geht wirklich darum, etwas wieder dir zur Freude zu machen. Vielleicht hast du auch sehr viel funktioniert in letzter Zeit und da ist dir vielleicht auch so ein bisschen die Freude in deinem Leben abhanden gekommen. So diese wirklich tiefe Freude, dieses, oh, dieses Genüssliche, dieses Schöne, dieses herzliche Lachen. Und vielleicht geht es auch darum,
weißt du, es sich ein bisschen leichter zu machen. Und da muss ich jetzt gerade so dran denken an, ich weiß nicht, ob du die Sissi-Filme mit Romy Schneider kennst, wo alle Romy Schneider für diese super langen Haare bewundert haben, was natürlich eine Perücke war. Und sie dann im Interview sagte, und ich hatte immer Kopfschmerzen, ich hatte dauerhaft Kopfschmerzen von diesen langen, langen Haaren, das war so furchtbar. Also auch guck mal, wo du halt ja in deinem Leben irgendwas Altes mit dir rumschleppst, was jetzt einfach mal als Ballast losgelassen werden kann, weil es dir vielleicht auch nur Kopfschmerzen macht und wo es eben einfach darum geht, den eigenen Platz wiederzufinden oder sich neu einzurichten. Und worum geht es dann? Natürlich um das Wiederentdecken der inneren Freude, ein bisschen Spaß haben, die Dinge ein bisschen leichter nehmen, nicht alles so ernst sehen. Ja, der Steinbock, du bist ja natürlich durch dein Geerdetsein auch ein Sternzeichen, das die Dinge gern mal ernster nimmt. Ein bisschen, also, ja, ein bisschen mehr durchdenkt als andere vielleicht. Und zwar auch gerne mal in einem negativeren Aspekt. Versuch mal, alles so ein bisschen lockerer, fluffiger. Ja, hier so diese Nahenergie, so ein bisschen locker, fluffiger. So, der Frühling ist da, zu nehmen. Und vielleicht hilft es dir, wenn du in deinem Außen was änderst, um daran erinnert zu werden, ja? Weil offensichtlich scheint es da wirklich Gedankengänge zu geben in dir, die das nicht unbedingt fördern. Und ertappe dich dabei. Vielleicht ja, steckst du auch dein Umfeld damit an oder setzt es darauf an, dass sie dich anpieksen sollen, wenn du dazu tendierst, in so eine, weiß ich nicht, so eine Meckerstimmung, so eine Negativstimmung abzudriften, die Dinge dramatischer aufzubauschen, als sie vielleicht eigentlich sich am Ende des Tages herausstellen. Denn offensichtlich geht es hier wirklich darum, mit irgendeinem alten Hut abzuschließen, also oder eher die alten Zöpfe abzuschneiden. Also man kann es ja wirklich so sagen, und dich auf was Neues, Leichteres, Freudvolleres einzulassen. So. Lieber Steinbock, das erstmal so grundsätzlich. Dann gucken wir mal, was wir für dich im Thema Liebe, Partnerschaft miteinander haben. Liebe, Partnerschaft und miteinander. Was haben wir hier? Auch hier haben wir das Thema Entscheidungen. Ja? Abwägen, faire Entscheidungen. Fairer Umgang miteinander. Gucken wir mal, was wir hier haben. Und denkt dran, wenn ich Liebe, Partnerschaft miteinander sage, es kann ja auch um Freundschaften gehen, es kann ja auch um einen Kollegenkreis gehen. Einfach Menschen, die dir am Herzen liegen. Was haben wir hier? Zwei der Schwerter und den König der Schwerter. Also, und das passt hier natürlich auch zu unserer Justizkarte, Justice-Karte, unserer Gerechtigkeitskarte. Also irgendwie, guck mal, wo du oder auch jemand in deinem Umfeld sehr unemotional an zwischenmenschliche Themen rangeht. Das sieht ja hier fast aus wie Pakte und Verträge. Und nicht wie ein emotionales Miteinander. Denn ganz ehrlich, egal ob es um mich und meinen Partner geht, um mich und meine Familie, um mich und meine Freunde, wir schließen doch keine Pakte. Wir sind doch emotional miteinander. Wir sind liebevoll miteinander. Wir streiten uns auch mal, da fliegen auch mal die Fetzen miteinander. Aber hier haben wir im Grunde, also wir haben zweimal Schwerterkarten und wir haben halt eben hier diese Gerechtigkeitskarte, als wenn du aktuell zumindest die Dinge etwas sehr kopflastig angehst und wenig emotional. Was soll denn hier der Steinbock mit dieser Information anfangen? Was soll er denn jetzt hier genau wissen? Was soll denn der Steinbock jetzt hier genau wissen? Königin der Schwerter, also es wird nicht schöner, ne? Also zumindest gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, wir haben den König und die Königin der Schwerter. Zwei super Argumentierer, also vielleicht kannst du dich auch, ne, wenn du. Also spätestens jetzt solltest du wissen, um wen es hier geht in deinem Leben.
zwei Menschen, die wunderbar miteinander argumentieren können. Jeder der Meinung auch ist, er hat Recht und auch immer noch ein gutes Argument findet, um sein Recht zu untermauern. Aber was mit diesen Argumentieren, mit diesem Reden, sehr reden und nochmal drüber reden passiert ist, es macht die Herzen dicht, es macht die Möglichkeiten dicht, es macht die Optionen dicht. Und hier ist so viel Gerechtigkeit und Recht haben und so wenig Liebe, dass du mal schauen kannst, ob du dich nicht mal wieder mehr der Emotionalität und der Liebe, der Zwischenmenschlichkeit öffnen möchtest, weil das, was hier liegt, ist, also wem das gefällt, jetzt nicht schlimm, ne? Aber Zwischenmenschlichkeit, weißt du, da will ich hier Kelche sehen, da will ich vielleicht auch noch ein paar Münzen sehen. Da will ich Stäbe sehen für Leidenschaft, aber was ich nicht unbedingt sehen möchte, sind die Schwerterkarten. Die Schwerterkarten will ich beim Business sehen, aber nicht beim Thema Partnerschaft oder Freundschaft oder ja, also miteinander im weitesten Sinne. Falls du mit deinem Partner, deiner Partnerin ein gemeinsames Business hast, kann ja auch sein, dass ihr zusammen in einer Firma arbeitet oder ihr gemeinsam eine Firma leitet. Schau genau hin, dass ihr euch als Paar nicht verliert über all den Absprachen und Dingen, die zu organisieren sind und dabei euch irgendwie die Leidenschaft und die Liebe flöten geht. Ja. Hey. Okay. Was haben wir denn da noch als ergänzende Botschaft für unseren Steinbock, bevor wir uns noch das Thema Finanzen und Business anschauen? Okay, zwei Karten. Geheiligte Verbindung, Ehre und wahre deine Partnerschaft, denn sie ist wahrlich heilig. Also, ja, da, die Person an deiner Seite oder wenn du Single bist, die Person, die demnächst in dein Leben kommt oder ne, nimm's freundschaftlich, nimm's wie auch immer, an wen du hier denkst, wenn ich das sage. Die Verbindung ist super. Es liegt nicht an dir und der Verbindung, an der anderen Person. Es liegt daran, dass irgendwie diese Aufmerksamkeit füreinander, die Leidenschaft füreinander eingeschlafen ist und guckt, dass ihr da wieder eine Emotionalität reinbringt. Ehrt den anderen und eure Partnerschaft. Lebt das als Paar und nicht als Businesspartner, nicht als, ja, auch als Eltern, ne? Wie oft vergessen Eltern, dass sie auch ein Paar sind, oder im Alltag vergisst man es einfach. Und die zweite Karte sagt, wenn es um Herzensangelegenheiten geht, gibt es kein richtig oder falsch. Jede Entscheidung, die du triffst, erweitert dein Verständnis fürs Leben und die Liebe. Auch nochmal sehr schön. Wenn du nochmal lesen möchtest, kannst du gerne auf Pause drücken. So. Na dann, lieber Steinbock, dann gucken wir mal rein, was wir hier noch im Thema Beruf, Berufung haben. Beruf, Berufung, Geldangelegenheiten. Was haben wir hier für den Buch, Steinbock? Guck mal, das passt auch wieder zum Hauptreading hier. Ja, irgendwas ist unrund. Irgendein alter Zopf soll abgeschnitten werden. Irgendwas versuchst du unbedingt passend zu machen, obwohl es vielleicht schon länger nicht mehr passt. Ja, du versuchst, das Puzzleteil so sehr in die Lücke reinzuquetschen, reinzudrücken, reinzuklopfen, statt zu sagen, such doch einfach weiter nach dem passenden Puzzleteil, weil das Puzzleteil gibt es ja, wo es leicht reingeht, einfach so flupsch machen kannst und dann geht's rein. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass hier auch diese Veränderung, über die wir am Anfang gesprochen haben, sich wirklich auf dich und deinen beruflichen Weg bezieht, hauptsächlich. Ich meine, die ist ja für alle Lebensbereiche, aber dass es schon hauptsächlich dieses Augenmerk ist von, wo hat eine Sache, die dir vielleicht jahrelang gedient hat, die jahrelang toll war, ausgedient und wo darf etwas Neues daherkommen? Frischer Wind, eine Veränderung, ja, indem du Bestehendes einfach bei versuchst, neu anzugehen, damit du wieder mehr Lust drauf hast, damit der Pep zurückkommt oder eben auch
eine komplett große Veränderung, die dir in Form von der Person, zu der du inzwischen geworden bist, wieder mehr entspricht. Und ich habe hier die 6 der Münzen, die kam allerdings über Kopf raus. Also, die dir auch zeigt, irgendwas ist da unrund geworden in deinem beruflichen Leben. Ob das eine Über- oder Unterforderung ist mit den Aufgaben, die du zu erledigen hast, ob es einfach ein Spannungsverlust ist, die Sachen sind einfach nicht mehr so aufregend wie am Anfang, mir ist gerne langweilig. Es kann auch eine Geldangelegenheit sein, dass du das Gefühl hast, du verausgabst dich, aber das, was du dafür im Umkehrschluss monetär bekommst, ist nicht unbedingt das, was dem Aufwand oder deiner Qualifikation entspricht. Dass du sagst, okay, vielleicht muss ich deswegen zu neuen Ufern aufbrechen, wo man mir vielleicht mehr Achtung entgegenbringt, sprich also auch Form eine andere Bezahlung anbietet. Die Hohepriesterin sagt halt auch, du darfst dir erlauben, aus der Fülle zu schöpfen, aus den Vollen zu schöpfen. Verkaufe dich bitte nicht unter Wert, sondern steh für das ein, was du auch an Qualifikation mitbringst, was du an Arbeit leistest, was du vielleicht auch in was für einer Zeit erledigt bekommst. Und dann schau mal, welche anderen Möglichkeiten du hast, um dahin zu kommen. Und hier haben wir nochmal das Thema, das wir am Anfang schon mal hatten. Irgendeine Sache, mit der du vielleicht schon länger liebäugelst, ist an der Zeit jetzt vorangebracht zu werden. Ja, vielleicht ist die Straße ein bisschen bumpy, ja, vielleicht geht es da auf und ab und auf und ab, aber es ist trotzdem der richtige Weg. So, jetzt gucken wir mal nochmal, was wir als abschließende Botschaft für dich haben, lieber Steinbock. Was ist die letzte Message für den Steinbock? Übrigens zum Thema Geld und Geldwert. Ich habe ja diesen wunderbaren Online-Kurs Rock Your Money, wo es darum geht, dich und dein Geldbewusstsein auf eine ganz neue. Huch, Moment, Moment. Da ist sie. Auf eine ganz neue Ebene zu bringen. Ich verlinke dir den hier am Ende des Videos. Schau gern mal rein, ob das was für dich sein könnte. So, was haben wir jetzt als abschließende Botschaft? Laufe nicht vor deiner eigenen Dunkelheit weg, sondern umarme auch deine Schattenanteile. Welchen Aspekt deiner selbst hattest du bisher noch nicht angeschaut oder wo hast du vielleicht sogar Angst davor anzuschauen und genauer hinzuschauen? Wäre auch eine Frage, auf die du mal journalen kannst. Ja, welcher Aspekt deiner selbst hast du bisher vielleicht unter den Teppich gekehrt oder hattest du viel Skrupel, da mal genauer hinzuschauen? Also auch Schattenarbeit könnte anstehen für dich in diesem Monat, lieber Steinbock. Das ist die Botschaft. Schneid die alten Zöpfe ab und dann wünsche ich dir damit einen schönen Neustartmonat, auch ein schönes wieder sich neu verlieben ins eigene Leben oder in wen auch immer Monat. Und bis zum nächsten Mal, deine Denise.